Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Timberborn hier bei Heisenberg zockt. Biber im Early Access sozusagen. Und ja, es biebert, macht und tut. Wunderbar. Was brauchen wir denn noch? Ja, ein bisschen Geduld, damit hier die Sachen gebaut werden. Ich würde sagen, da können wir gleich mal wieder Vollgas geben. Irgendwie dünkt es mich, als könnte man in dem Spiel einen Großteil zumindest hier auf fortgeschrittenem Tempo verbringen. Weil sonst, eben passiert halt nicht allzu viel. Wir sind auch noch nicht allzu viele Biber, immer noch Elfe. Jetzt bin ich halt schon gespannt, ob die sich irgendwie hier in den Häusern vermehren oder ob dazugewanderte dazukommen. Aber dafür bräuchten wir wahrscheinlich erstmal eine Brücke, weil sonst wird hier nicht gewandert, weder zu noch ab. So, das steht. Haben wir irgendwas priorisiert? Ich glaube nicht, das würde ich jetzt auch nicht, sondern die sollen mal nach und nach bauen. Wir haben hier, können wir ja nochmal gucken, das Sägewerk, das braucht Strom, dafür brauchen wir dieses Rad. Dann haben wir hier nochmal eine Hütte. Was ist das hier? Sind das alles Hütten? Nein, ein Bauernhaus, genau. Und hier haben wir die Hütte gespiegelt und hier haben wir eine normale Hütte. Ja, weil wir haben ja immer noch zwei Obdachlose. Das heißt, die wären dann wahrscheinlich auch froh, wenn sie mal ein Dach über dem Kopf hätten. Hier diese Anzeige von wegen, dass der Tank voll ist. Das würde ich tatsächlich einfach außer Acht lassen, weil ich sage gerne nochmal, ein voller Tank kann ja nicht ein Problem sein. Wenn er leer wäre, ja, dann sieht es anders aus. Sind sie hier eigentlich noch am Arbeiten? Das vergesse ich immer ein bisschen, dass ich das im Auge behalten muss. Wir brauchen wahrscheinlich, wo haben wir es denn hier? Nochmal eine Markierung, dass das hier auch gefällt wird. Fällt gleich mal alles. Und ist, glaube ich, weit genug entfernt, beziehungsweise nah genug. Weil sonst wird das ja nicht gefällt, wenn die Teile hier zu weit weg sind. Das sieht aber so aus, als würde es eigentlich funktionieren. Ich kann hier halt keinen Pfad durchziehen, solange hier diese Baumstrunk-Kollegen im Weg stehen. Oder geht das? Doch, das geht. Dann sind die Baumstrunk-Kollegen weg. Macht jetzt aber keinen Sinn, weil hier steht ja das Teil. Wobei, dann haben sie ein bisschen näher hier hin. Ja, wir machen das mal. Gut, sie schlafen wieder. Dann können wir wieder Schub geben. Nee, gebaut wurde hier, glaube ich, noch nichts. Das kleine Lagerhaus, das haben wir schon länger. Bei den Bären, ja, hier sieht es aber auch langsam zappenduster aus. Da bräuchten wir vielleicht dann doch das Bauernhaus relativ zügig. Gehen wir hier mal rauf bei der Priorisierung. Und dann sollte das zuerst gebaut werden. Ich glaube, es war aber tatsächlich so, dass wir jetzt auf dem schnellen Modus oder im schnellen Modus waren und die gar nicht mehr an Bäume rangekommen sind. Man sieht, hier hinten ist dann Feierabend. Ich kann aber nichts Neues pflanzen, weil das noch gesperrt ist. Ne, nicht Nahrung. Wo war denn gleich nochmal das Pflanzen? Hier sind die Nutzpflanzen, Bäume und Büsche. Ja, es hat wirklich alles geschlossen. Wir müssen da erst irgendwie den Förster fragen. Oh ne, guck mal, Karotte. Verwende dieses Werkzeug, um einen Bereich zum Pflanzen zu bestimmen. Erforderliches Gebäude, Bauernhaus. Steht das schon? Priorisiert haben wir es ja. Ach, schau mal, das ging jetzt aber zügig. Okay, dann können wir hier ja Felder machen. Machen wir mal ein Karottenfeld. Fertig gewachsen in 4 Tagen. Machen wir hier mal 3 Stück. Okay. Dann haben wir hier Kartoffel. Ressourcenkartoffel fertig gewachsen in 6 Tagen. Machen wir davon auch mal 3. Hier haben wir noch Weizen. Machen wir es mal so. Und hier haben wir das, was wieder löschen. Das möchte ich natürlich nicht. So, dann hoffe ich, dass hier bald jemand einzieht. Die sind schon drin. Arbeiter 2 Stück. Sehr gut. Das heißt, hier wird, ja, sobald es dann wieder Tag ist, wahrscheinlich gepflanzt. Sehr schön. Ja gut, dann können wir aber trotzdem wieder hier Stoff geben. Bäumchen habt ihr noch? Die Frage ist halt, wie lange? Oh, jetzt haben wir das Rad hier. Sehr gut, das heißt, wir haben Energie. 180 PS. Okay, das brauchen wir. Hier drin glaube ich noch nicht, aber in der Sägerei dann. Verfügt nicht über alle Erforderlichen. Ja, weil die Holzscheite wieder fehlen. Ja, aber das gibt mir ein bisschen zu denken hier. Hier wird natürlich jetzt wirklich knallhart alles weggeholzt. Wir können nichts neu pflanzen. Das heißt, wir müssen hier rüber. Das würde heißen, wir bräuchten dann tatsächlich mal noch... Oder Moment, ich kann mich ja mal in die andere Richtung drehen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ja, hier haben wir auch noch Bäume. Dann würde ich zuerst die nehmen, bevor wir eine Brücke bauen. Hier oben haben wir tatsächlich Beeren. Ja, wisst ihr was? Dann müssen wir das mit den Beeren nochmal neu machen. Ich gehe hier mal ein bisschen mit dem Tempo zurück. Wie ging das gleich nochmal? Eine Fahne, Sammlerfahne. Die bräuchten wir dann hier. Oder reicht das, wenn wir die hier unten haben? Nee, guck mal, das fies. Reicht genau nicht. Also, diese Baustelle ist zu weit weg. Oder was? Diese Baustelle ist zu weit von Bauarbeitern entfernt. Lege mehr Pfade oder neuen Distrikt. Okay, dann versuchen wir es zuerst mal mit einem Pfad.
bevor wir hier gleich Distrikte hochziehen. So, das wäre mal Kollege Pfad. Der dürfte natürlich hier unten auch noch lang gehen, finde ich. Gehen wir hier hin und dann hier runter. Dann ist das auch verbunden. Mal gucken, ob das reicht. Wir hätten gerne... nein. Jetzt... Irgendwie mein Mikro ist wieder im Weg. Ich sehe wieder überhaupt nichts. Wo war das denn jetzt? Come on. Blaubeere. Nee, sammeln. Eine Sammlerfahne suche ich. Da. Sammlerfahne. Zack. Ja. Müsste klappen jetzt tatsächlich mit dem Pfad geht. Hier ist aber noch eine Stelle. Da haben wir noch nichts. Geht das nicht? Ach, da ist ein Baum im Weg. Na, Halleluja. Na ja, gut eben. Sie werden als nächstes hier oben Bäume fällen, würde ich vorschlagen. Haben die Hunger? Die wollen Brot. Sehe ich das richtig? Die hätten gerne Brötchen. Wo sehe ich das? Ne, sie haben generell einfach Hunger. Ja eben, deswegen sammelt jetzt mal hier oben. Da, wo wir markiert haben. Ja, das müsste halt angehen. Und nicht hier rumhängen und Hunger haben. Weil wir haben im Moment nichts. Ich kann nicht Beeren pflücken, wo wir keine haben. Haben wir Holz? Ein bisschen noch. Habe ich das markiert? Das wäre... Nee, ich sehe tatsächlich, ich muss mal kurz, Entschuldigung, mein Mikrofon ein bisschen wegtun. Weil ich sehe tatsächlich nicht, was hier unten alles ist. Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen die Markierung. Jetzt finde ich die Markierung wieder nicht. Sag mal. Nein. Da ist die Fahne. Wie markiere ich das gleich nochmal? Bäume, nee, nicht Pflanzen, sondern... Ach, hier. Genau, markiere Fellbereich. Ja, ist ja eigentlich alles markiert. Gut, dann können wir das lassen. Man sieht ja hier. Aber ich habe so den Verdacht, das ist zu weit weg. Aber dann müsste hier eigentlich eine Meldung sein. Würde ich sagen. Gut, wir gehen mal wieder raus. Lassen laufen. Ist natürlich schlecht, wenn die jetzt Hunger haben. Aber hier wird ja auch gearbeitet. Also hier gibt es auch demnächst Nahrung. Und jetzt hat sich, glaube ich, einer. Nicht verbundene Gebäude. Wo haben wir das? Nicht verbunden? Ach, das habe ich zu weit weggestellt. Ja, come on. Wie kann man das denn zu weit wegstellen? So, jetzt. War ja nur ein Haus. So, die Sägerei. Würde eigentlich auch funktionieren. Jetzt muss ich aber nochmal auf langsam gehen, weil... Also A, bevor uns die verhungern. Gut, das Teil steht. Hier arbeitet auch jemand. Bitte sammelt. Und bitte hier unten ordentlich was machen. Das geht halt ein paar Tage, hieß es. Aber das sieht schon auch nett aus. Geh nochmal runter. Guck mal hier, auf was wartest du denn? Du musst dir die Felder bestellen. Los, komm hoch. Wir haben immer noch ein nicht verbundenes Gebäude. Ja, weil hier der Baum im Weg steht. Okay, wir müssen hier einen Umweg, beziehungsweise ja doch eine Umfahrung im Prinzip bauen. So, einmal so. Dann kommen wir hier nämlich durch und hier kommen wir wieder runter. Denkst du, jetzt kommen wir da nicht runter. Aber hier kommen wir runter. So, wegen dem kleinen Bäumchen hier müssen wir halt... Müssen wir da halt außen rum. Hier fehlt Material. Und zwar, ja, Holzscheite, die kommen. Und hier haben wir das, was ich jetzt gerade vorgesehen habe. Die Energie kommt offensichtlich nicht durch diese Leitungen. Das Gebäude braucht Energie, um zu funktionieren. Schließ es an einen Energiegenerator an. Bist du in dem Sinne ein Energiegenerator? Flussufer, Energieleistung, Energieversorgung. Ja, wir müssen mal gucken bei der Energie. Hier, da haben wir eine Antriebswelle. Ach du Grüne, ein Energierad. Wasserrad, das haben wir. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ja, überträgt Energie. Wir müssen das tatsächlich so machen, dass wir das verbinden. Dann wäre es natürlich cleverer gewesen, wir hätten dich hier unten hingestellt. Dann müssen wir nicht so weit mit der Energie. Und wo schließe ich das gleich nochmal an? Ist, glaube ich, egal. Irgendwo ans Haus ran. Wir können ja mal gucken. Eine gerade Antriebswelle, man sieht, die geht hier hin. Wäre das richtig? Jawohl, hier unten müssen wir wahrscheinlich einfach hin. Oder können wir eine von Bibern betriebene Notfallenergiequelle. Die Frage ist halt... Ach, das wäre einfach nochmal so ein kleines Ding. Ne, das brauchen wir nicht. Gut, das wird dann gebaut. Jetzt brauchen wir eine Kurve. In die andere Richtung, das wäre mit R, genau. Können wir hier über den Weg rüber? Ich glaube ja, aber dann ist, glaube ich, das Ganze wieder abgeschnitten. Oder können die hier unten durch? Wir müssen das mal testen. Ja, ihr habt Hunger. Hier wird doch jetzt gearbeitet. Aber eben, das dauert halt ein Momentchen.
Ich kann, glaube ich, hier aber nicht rüberbauen, wenn ich das richtig sehe. Nee, da ist der Weg im Weg. Der Weg ist im Weg, okay. Wir machen mal was, was wir noch nie gemacht haben, nämlich eine Pause. Weil ich muss jetzt erstmal gucken, wie kriege ich jetzt den Weg wieder weg. Pfade und Strukturen und irgendwie den jetzt wieder wegnehmen. Trennt Distrikte? Nein, wir brauchen... Was ist das? Das ist ein Zentrum, das ist ein Pfad. Halte LMT gedrückt um mehrere Objekte. Kann ich das irgendwie mit Delete? Wo habe ich hier Delete? Hier. Ah ja, tatsächlich. Sehr gut. Passt. Das müssen wir natürlich neu anschließen. Aber jetzt gehen wir erst kurz mit der Energie hier rüber. Weil wir sind ja im Pausenmodus. Da sollte nicht viel passieren. Hier auch noch ran. Da ist ein Busch im Weg. Echt jetzt? Da kann ich auch nicht durch. Das kann eigentlich nur ein Scherz sein. Kriege ich den weg? Das ist natürlich Käse, weil wir brauchen das Zeug. Könnte das nicht hier sein? Muss das jetzt unbedingt hier sein? Ich kann das auch nicht abreißen. Das geht auch nicht. Okay, das ist natürlich Käse. Ich komme nicht durch die Büsche durch. Dann komme ich aber mit der Straße wahrscheinlich hier auch nicht durch. Das heißt, wie wollen wir das hier dann wieder verbinden? Na, jetzt wird's tricky. Schön wäre, wenn man damit umziehen könnte. Kann ich das mit Rechtsklick? Nein. Das steht hier auch nicht, dass man das könnte. Was ist das hier? Nee. Da könnte man es löschen, nehme ich an. Ich möchte es aber tatsächlich nicht löschen. Vielleicht kriegen wir zwar das Holz wieder raus. Es wäre halt schon schlauer, da das Ganze da unten zu haben. Aber wir müssen das jetzt folgendermaßen machen. Wir reißen das hier nochmal ab, dieses Teil. Und machen hier nochmal eine Kurve. Und zwar in die Richtung. Ja, jetzt wieder... Moment, ich mache erst die Kurven. Das wäre dann so logischerweise. Nein, falsch. Jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Herr Heisenberg, wir sind nicht auf der Flucht. Einfach ganz ruhig hier. Ja, nochmal drehen. Zack. Hier ebenfalls drehen. Zack. Jetzt komme ich hier wieder nicht lang. Das gibt's ja nicht. Was ist das? Hohe Antriebswelle. Windmühle. Aha, erzeugt eine unstete Menge an Energie aus Wind. Okay, ist aber eh noch alles zu. Wir müssen irgendwie in die Höhe kommen. Energierad. Ich komme hier nicht in die Höhe mit dem Teil. Kann ich denn... Warum kann ich das nicht abreißen? Geht tatsächlich nicht mit Entfernen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt gemacht? Was ist das hier? Jetzt habe ich es... jetzt wurde es nicht angezeigt. Habe ich jetzt irgendeine Ebene gewechselt? Oh. Da ist mir da einer mit 17 verstorben. Ja, ich weiß schon, warum ich im Pausenmodus bin. Die leben zwar noch. Und hier ist... Was ist denn jetzt hier schon wieder? Dieses Gebäude ist nicht durch Pfade mit anderen Distriktzentren. Das stimmt doch nicht. Wir haben es doch extra so gemacht. Hier außen rum. Dann hier runter. Ach nee, ist natürlich nicht mehr, weil das ja im Weg ist. Genau. Wir müssen noch gucken, dass wir hier mit der Straße da ankommen. Ich mach das mal anders. Das ist irgendwie nicht ideal. Wir entfernen das nochmal. Das müssen wir uns anders überlegen. Weil entweder ist dann die Straße weg oder irgendwie, und das ist ja alles Käse. Wenn die Hunger haben, ist das sowieso wichtiger, dass sie hier langkommen, wie dass wir hier tatsächlich Energie haben. Also nochmal ein Pfad. Dann verbinden wir das wieder fröhlich. So, müsste eigentlich wieder stimmen. Wir können wieder auf Play gehen. Weil Hunger haben sie immer noch. Ja, jetzt ist da das Dingens weg. Man sieht auch, Beeren haben sie gesammelt. Und hier unten ist ja tatsächlich das Problem, dass das ein Momentchen dauert. Bis das hier in die Gänge kommt. 40% haben wir hier. Da sieht man auch, da wird schön gearbeitet. Aber der Hunger scheint tatsächlich ein großes Problem zu sein. Und wie machen wir das jetzt mit ihm hier? Ich bin geneigt, das Teil nochmal abzureißen und hier unten hinzusetzen, dass wir hier nicht so ein Riesending haben. Kriege ich da das Holz wieder raus? Ich hoff's mal. Und jetzt bauen wir das neu. Das war Kollege Sägewerk. Wäre dann bei Holz. Sägewerk. Genau, wenn wir dich jetzt, sagen wir, hier hinstellen. Also noch drehen natürlich. Geht nicht. Hä? Warum funktioniert das nicht mehr? Hier oben geht's. Warum kann ich hier unten das Sägewerk nicht hinstellen? Ach, hier geht's dann auch. Ach, weil die Büsche wieder im Weg sind. Diese Büsche sind ja das Hinterletzte. Gibt's ja nicht, aber sie wachsen halt nach. Ja gut, aber hier wird's gehen. Das Problem ist, wir kriegen dann hier keinen Pfad mehr durch.
Naja gut, das ist eigentlich nicht so ein Riesenproblem. Wenn ich dich jetzt drehe... Wir können dich ja hier hin machen. Dann kommen wir mit dem Pfad... Nee, dann kommen wir mit dem... Doch, dann kommen wir mit dem Pfad durch. Dann können wir die Röhren unten machen. Ich stelle dich mal dahin. Ich mache mal Kollege Pfad. Ja, das ist schon cool, weil da muss man sich schon ein bisschen überlegen, wie man das Ganze machen will. So, hier geht's rauf. Und dann geht's da rein. Dann hätten wir hier eine Verbindung. Das würde passen. Müsste für ihn auch funktionieren. Beziehungsweise, ich glaube, hier müssen wir tatsächlich das noch so machen. Und jetzt hier die Energie. Mal gucken, ob das geht. Das wäre so ein Teil. Jawohl, das geht. Aber wir brauchen natürlich hier gleich als erstes so ein Teil. Drehen. Dann so ein Teil. Drehen. Drehen. Und wie kommen wir jetzt hier ran? Energieversorgung ist blockiert. Aha. Wo kann ich das andocken? Nee, geht nicht. Nee, geht auch nicht. Antriebswellenbiegung überträgt Energie, jo. Energieversorgung ist blockiert. Ach, wir müssen ja nicht hier hin, wir müssen da hin. Das ist die Wasserpumpe, Herr Eisenberg. Hier müssen wir hin, hier wird die Energie tatsächlich gemacht. Ja, dann haben wir wieder die Wege im Weg. Na, das ist ja... Aber eben, ich kriege halt die Büsche hier auch nicht weg. Also wenn das nicht geht, dass man die Büsche irgendwie deaktiviert... Oder haben wir hier irgendwo einen Knopf, den ich nicht gesehen habe? Nee, da kommen wir einfach zum Busch. Ja, das ist natürlich blöd. Wo könnten wir dich denn sonst noch hinstellen? Wo macht das Sinn? Also hier geht es gar nicht, weil die Büsche, die sind sozusagen permanent. Also bleiben wir nur hier oben. Da können wir nicht, weil hier sind die Wege im Weg sozusagen. Und es ist auch ein zu weiter Weg hier runter. Durch die Büsche durch. Im Prinzip müssen wir damit nochmal umziehen, dass wir das von den Büschen wegkriegen. Aber das ist halt auch so eine Sache. Ja gut, ich muss damit umziehen, weil hier sind, ich komme hier wahrscheinlich mit den Röhren gar nicht ran, weil hier sind überall Büsche, das kann gar nicht gehen. Ach, hier kann ich auch im Wasser drin? Na gut, das können wir ja nochmal kurz versuchen, das habe ich natürlich nicht gewusst. Geht aber nicht ran. Interessant, dass das hier so Teile hat und ich kann die Röhre nicht ranmachen. Die Baustelle ist zu weit von Bauarbeitern entfernt. Mehr Pfade wird schwierig. Wir kriegen hier die Höhe hin. So, aber das ist halt tatsächlich gesperrt. Hohe Antriebswelle kann nicht freigeschaltet werden. Nicht genug Wissenschaftspunkte. Ja, dafür haben wir ihn hier gebaut. Oder sie sind zumindest dran. Der Erfinder, da fehlt auch nicht mehr viel. Sehr gut, dann haben wir das gemacht. Jetzt ist halt die Frage, was ist billiger, wenn wir ihn hier... Wie viele Biber haben wir eigentlich noch? 9, okay. Wenn wir das hier abreißen und verschieben, irgendwo hier hin, oder ist es besser, wir warten kurz, bis wir hier mit ihm, mit dem Erfinder, das Ganze irgendwie dann freischalten, dass wir hier hochbauen können. Ich würde mal ein Momentchen noch warten, weil es ist nicht so, dass wir jetzt die Energie massiv brauchen. Wir brauchen die Energie ja nur tatsächlich für unser Sägewerk. Klar, brauchen wir auch. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Wald. Ja, ihr habt noch ein bisschen Wald. Ich werde trotzdem noch mal kurz gucken. Ich brauche noch mal das hier, genau. Da haben wir nämlich noch zwei Bäumchen. Die wollen wir auch mitnehmen. Die wollen wir hier auch mitnehmen. Und die auch. Da könnt ihr wirklich alles abreißen. Und hier wachsen schon wieder welche. Das ist natürlich auch nett. Cool. Da müssen wir hier nicht mal pflanzen, so wie das aussieht. Da wachsen schon wieder Bäumchen. Sauber. So, sie sitzt wieder. Mhm. Und guckt und wartet. Wie sieht es denn hier aus? 55%. Wäre natürlich vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir hier ein paar größere Felder bauen würden. Jetzt haben wir aber da ein bisschen Nahrung, aber das sind tatsächlich nur Beeren. Wer benötigt Arbeit? Oder ein Arbeiter? Keine arbeitslosen Biber im Distrikt? Schlecht. Können wir jetzt aber auch nicht beeinflussen. Da müssen neue Biber dazukommen. Und da weiß ich halt tatsächlich bis jetzt noch nicht, wie das geht. Eben, kommen die von außerhalb? Oder kommen die, ja, halt einfach aus den eigenen Reihen sozusagen? Oh, hier ist auch schon wieder alles niedergemacht worden. Ich würde mal, damit wir schon mal vorbereitet sind, gerne hier noch einen Pfad haben. Hierhin. Und dann hätte ich hier gerne nochmal so eine Flagge. Drehen. Zack. Und dann werden wir das hier noch entsprechend markieren.
Moment. Da, jetzt habe ich es wieder. Dass sie das alles auch abreißen. Nicht, dass wir wieder das Problem haben, dass wir meinen, sie sind gerade am Holz fällen und dann sind sie eben doch nicht dran. Und dann wartet man vergebens. Dann bringt natürlich auch das schnelle Tempo hier oben herzlich wenig. So, interessant finde ich, dass wenn man das so kippt, dass das wieder zurückflutscht. Da weiß ich bis jetzt auch nicht, warum. Es flutscht halt einfach. Bäumchen kommen. Materialien, Wissenschaft. Oh, jetzt haben wir das Ding. Aber eben, wir haben tatsächlich keine arbeitslosen Biber mehr. Das ist ja einerseits schön, andererseits ist natürlich das Käse, weil wir dann das Ding hier nicht bewirtschaftet kriegen. Aber das ist doch einer. Arbeiter, hier ist doch ein Biber. Importiert vom Erbe der alten Kasimir. Ja gut, müssen wir einfach Geduld haben, bis hier wieder ein Biber dazu kommt. Da kommt ja spätestens einer dazu, wenn dieses Jungtier hier erwachsen wird. Dann müsste es eigentlich gehen. Weil eben, hier müsste erforscht werden, dass wir hier hoch bauen können, sonst macht das hier alles keinen Sinn. Seid ihr das schon am Bauen? Kann ich da einen Baustopp verfügen? Genau. Das heißt wahrscheinlich tatsächlich einfach zu allerletzt und das hier ebenfalls gerne. Weil das brauchen wir im Moment nicht bauen, wenn wir nicht wissen, ob wir es dann auch wirklich verwenden können. Da baut man lieber was anderes. Und vor allem jetzt, wo sie nicht bauen, da müsste doch hier eigentlich wieder einer übrig sein, der hier dann tatsächlich arbeiten kann, müsste man denken. Hoffe ich mal zumindest. Ja gut, liebe Freunde, dann war es das mit Teil 2 hier von Timberborn. Ich finde das Spiel sehr nett, also mir gefällt es. Ich habe es, wie gesagt, vor fast einem Jahr schon mal angespielt. Ich fand es damals schon sehr cool. Und es ist immer noch cool. Und es ist halt relativ gut erklärt alles, also man kann nicht viel falsch machen. Man kann höchstens eben dran scheitern, wenn man hier Leitungen für die Energie machen will, dass eben diese Büsche nicht entfernbar sind. Oder ich weiß halt nicht wie, weil hier gibt es keinen Dingens dafür. Und mit Delay, also mit der Tastatur, ne, geht tatsächlich nicht. Ist vielleicht auch nicht sinnvoll, weil wir brauchen die Teile natürlich für die Nahrung. Naja gut, danke fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.